Guten Tag, heute möchte ich etwas über die Durchführung der Veranstaltung sagen. Und gehe ich zu Event und jetzt habe ich, ich nehme diese Konferenz von Michelangelo da. Und wir haben, nein, ich nehme etwas anderes, wo wir ein Ticket haben. Vielleicht dieses, haben wir ein Ticket dazu? Nein, aber dann mache ich schnell ein Ticket. Okay, ich mache ein Ticket, das ist zwar ein Gratis-Ticket, aber trotzdem Ticket. Okay, jetzt habe ich das gespeichert. Wie Sie sehen, hat sich niemand da gemeldet und das ist normal. Die Webseite ist noch nicht offen. Aber es geht nicht nur über die Anmeldung, geht nicht nur über die Webseite, man kann auch manuelle Anmeldung machen. Und das zeige ich Ihnen hier. Ich gehe auf die Teilnehmer und hier kann ich eigentlich auch Teilnehmer manuell eingeben. Das ist besonders interessant, wenn man in seiner Kundschaft ältere Leute hat, die oder jüngere Leute hat, die eigentlich mit dem Computer nicht so gut sind und sie möchten vielleicht nur telefonieren und sich trotzdem anmelden. Und das ist gut, wenn man den Leuten auch diese Möglichkeit gibt, nicht nur über Internet sich anzumelden, auch diese Möglichkeit gibt, telefonisch sich anzumelden. Also jetzt haben wir die berühmte Cornelia Zukunft und hier, ich kann ihre E-Mail geben, und ihr Telefonnummer, das ist immer sehr gut. Und wenn wir mehrere Karten haben, schreiben wir hier, welche Karte die Person gebucht hat. Und dann kann ich auch sagen, dass es von mir gebucht wurde. Und wenn es Fragen gegeben hat, ich weiß nicht, ob dazu Fragen hat. Nein, es gab keine Fragen. Das könnte ich auch die Fragen telefonisch eingeben und dann kann ich speichern. Okay. Und Sie sehen, das ist automatisch bestätigt, obwohl ich es nur gespeichert habe. Warum? Weil hier, wenn wir in diese Sache gehen, haben wir die automatische Bestätigung gesagt. Gut, jetzt habe ich einen Teilnehmer. Ich lege mal ein weiteres an. Das ist Hans Macher. Und HM. Gut, das ist das gleiche. Auch Registrierung und gebucht von, beispielsweise gebucht von mir. Und dann speichern. Und das ist automatisch bestätigt. Also, jetzt habe ich meine zwei Leute. Ich gehe mal zurück zum Apero. Sehen Sie, ich habe jetzt da zwei Teilnehmer. Und das Gute, wenn ich mal an der Tür bin, möchte ich, dass die Leute mir ihr Ticket zeigen. Und da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Entweder habe ich zum Beispiel so eine Liste, wo ich die Leute sortiert habe. Wenn sie mir das Ticket zeigen, dann sage ich, okay, das ist schon gut. Er ist ein Teilnehmer, er hat teilgenommen, er ist schon da. Und so kann man natürlich verhindern, dass die gleiche Person zweimal, also dass der gleiche Ticket zweimal gebraucht wird. Das ist gut, aber es gibt noch viel besser. Und das zeige ich Ihnen gerne. Wenn ich bei den Einstellungen gehe, habe ich hier die Möglichkeit Anwesenheit-Strichcode. Was bedeutet das, Anwesenheit-Strichcode? Das bedeutet, dass ich einen Ausweis scannen kann. Ich speichern. Er installiert das Teilmodul davon. Und jetzt gehe ich zurück zu meinem Event. Ich zurück zu meinem Event. Und jetzt sehen Sie, was da ist. Ich habe jetzt hier einen Anmeldeschalter. Danke. Ich kann einfach direkt das die Kamera oder einen Barcode-Scanner installiert haben. Oder ich kann Select Attendee holen, dann sucht er mich alle Attendees
Und selbstverständlich, momentan weiß er nicht, worum es sich handelt. Und in diesem Fall würde ich beim Event sortieren. Und das ist dann die Kunst, das Apéro. Irgendwo der Apéro mit Hans und so. Also hier, diese Person ist schon da, ist schon drin. Also wenn sie nochmal sich meldet, sage ich nein, die Person ist schon drin. Cornelia Zukunft ist da und dann kann ich hier draufklicken und jetzt ist sie schon dabei und ich weiß, dass sie da reingekommen ist. Und so einfach geht es. Weil ich Ihnen nicht gezeigt habe, wie das aussieht mit dem Scannen. Und vor allem, Sie wissen nicht, woher können, was kann ich scannen. Also ich zeige, ich mache nochmal seinen Teilnehmer hier. Und das ist Maya frühzeitig. Okay, mehr Informationen brauche ich nicht. Ich speichere das. Und da ist gespeichert. Ich kann das per Mail schicken. Aber hier etwas ganz wichtig. Ich habe hier die Möglichkeit zu drucken. Wenn ich auf Drucken gehe, gibt es das Full-Page-Ticket. Kann ich auch zeigen, wie das aussieht. Und dann ist es erschienen. Und Sie sehen, auf dem Full-Page-Ticket habe ich eigentlich bereits einen Strichcode. Aber es gibt Fälle, wo Sie nicht nur einen Strichcode haben möchten für das Full-Page-Ticket, sondern Sie möchten eigentlich einen faltbaren Ausweis haben. Und das gibt es auch im Standard. Sie klicken auf faltbarer Ausweis und hier bekommen Sie einen faltbaren Ausweis mit den Instruktionen, wer das ist und so weiter. Und das ist sehr praktisch. Das kann man in eine Sicht, eine kleine Sichtmappe drauf tun und so, das kann man scannen. Und Sie sehen, man muss sich eigentlich gar keine Gedanken darüber machen. Wie mache ich die Tickets? Wie mache ich das mit dem Barcode? Ist alles im Standard schon integriert. Also, das möchte ich Ihnen zeigen. Ich werde nicht scannen. Ich hoffe, dass Sie es mir glauben, dass wenn ich das scanne, dass es funktioniert. Das war's für heute. Wenn Sie mehr erfahren möchten über diesen Barcode, wie das funktioniert, dann nehmen Sie mit mir Kontakt auf.